nachdem Wanda wieder da ist, ist das Team endlich wieder vereint. Ich freue mich schon, Zeit mit ihr allein zu haben. Hab die Hexe vermisst. Nimm sie nicht so hart ran, Robbie. Sie hat viel durchgemacht. Es könnte noch eine Weile dauern, bis alles wieder normal ist. Puh, normal? Seit wann waren wir je normal? Aber Nico hat recht. Wanda ist vielleicht nicht ganz so gesellig, wie wir es gern hätten. Sie soll nur wissen, dass wir sie lieben und froh sind, dass sie wieder zu Hause ist. Vielleicht fangen wir mit was Vertrautem an. Einem Filmabend zum Beispiel. Blade, du kannst Gedanken lesen. Wow, wirklich? Was denke ich gerade? Du musst erst mal was denken, was man lesen kann, Robbie. Ich meinte, machen wir zu Wandas Ehren einen Filmabend. Ich glaube, das würde ihr echt Spaß machen. Lilith war zu... Danke, dass du mich heute mitgenommen hast. Ich fühle mich schon besser. Aber gegen Dämonenhorden zu kämpfen, ist fast so anstrengend wie gegen Avengers. Hab ganz vergessen, wie entspannend es ist, nach einem langen Kampftag bei einem guten Film abzuschalten. Nun, du hast es dir verdient, Wanda. Du warst heute ein echter Gewinn für uns da draußen. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Also, willst du dich zu uns setzen? Das klingt wunderbar. Na schön. Wanda, sind diese drei Frauen Hexen? Das sind sie. Sie mögen wohl keine Hexen. Weil sie nicht wissen, dass sie Kräfte haben. Noch nicht. Und wüssten sie es, wäre es besser, sie würden sie verstecken. Erinnert mich an all die Hexen, die versuchten, sich im Salem des 17. Jahrhunderts zu verstecken. Die Zeiten haben sich wirklich nicht allzu sehr geändert. Eins weiß ich mit Sicherheit. Macht verängstigt die Menschen. Und wenn Menschen Angst bekommen... Naja, du weißt schon. Du hast die Hexenprozesse von Salem buchstäblich erlebt. Ich war noch ein kleines Kind, aber ja. Caretaker und Agatha hatten damals schreckliche Angst, enttarnt zu werden. Das Gefühl kenne ich. Manchmal wünschte ich mir einfach, ich wäre... Du weißt schon, normal. Als Kind wäre es für mich einfacher gewesen. Manchmal frage ich mich auch, wie meine Kindheit wohl gewesen wäre, wenn... Wenn du nicht als du geboren worden wärst? Im Prinzip, ja. Agatha hat mich immer ermutigt, mich zu akzeptieren, wie ich bin, aber... Weißt du was? Ich will dich nicht von dem Film ablenken. Wir kommen doch gerade erst zum spannenden Teil. Haben die Hexen sich wirklich von diesem grauenhaften Mann bezaubern lassen? Nun ja, er ist sozusagen der Teufel. Warum verwandeln sie ihn dann nicht einfach in eine Kröte? Oder verbannen ihn? Weil sie gute Hexen sind, Hunter. So wie ich es eines Tages hoffentlich auch werde. Schon wieder? Wenn es hier noch sonniger wird, naja, gut, dass ich ein Daywalker bin. Thank you.
Danke, dass du dich mit mir triffst. Du wolltest reden? Ja. Tatsächlich wollte ich dir eine Frage stellen, falls das in Ordnung ist. Frag, los. Wieso bist du so nett zu mir? Ich meine, es gab eine Zeit, da war ich deine Todfeindin und ich war es, die... Du weißt schon, Agatha. Ich hätte nicht erwartet, dass ausgerechnet du dich für mich erwärmst. Es ist schwer, das nicht zu tun. Du bist eine sehr faszinierende Person, Wanda. Bin ich das? Würde ich sonst so viel Zeit mit dir verbringen? Es ist nur... Ich bin nicht sicher, ob es dir aufgefallen ist, aber... Alle hier scheinen Angst vor mir zu haben. Zumindest alle außer dir. Das ist nicht wahr. Nico und Magic haben keine Angst vor dir. Robbie und Blade übrigens genauso wenig. Doch, sie wollen es nur nicht zeigen, um mich nicht zu verletzen. Jedenfalls, was ich sagen wollte, danke, dass du mich nicht hasst. Oder so etwas. Ich bin froh, dass du hier bist. Gleichfalls, Wanda. Ausgerechnet dafür setzt man Magie ein. Das wird dir gefallen. Wie läuft's, Chef? Wenn ich das Zauberwort sage, wenn das mal kein hochwertiges Handwerk ist. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Hör zu, ich habe es nicht auf deine düsteren Tagebuchgeständnisse abgesehen. Dreh nicht durch. Mir doch egal, in wen du verknallt bist. Ich fasse es kaum, dass ich dich das frage, aber lässt du mich vielleicht mal hinter den magischen Schleier linsen? Den magischen Schleier? Ja, ich will keine Kartentricks oder sowas lernen. Ich möchte nur mehr über die Geheimnisse der Magie erfahren. Das unheimliche Zeug. Das ist großartig. Ich bin aufgeregt. Ich kenne diverse Dämonen, die liebend gern deine Bekanntschaft machen würden. Dämonen? Du meinst die nette, liebenswerte Art von Dämonen, richtig? Ich frage für einen Freund. Dämonen sind Dämonen. Wichtig ist, wie du ihnen begegnest. Mit Ehrerbietung und Respekt. Gib dein Ego am Dimensionstor ab.
Ego? Ich? Betrachte dieses Ego als abgegeben. Trinkgeld für den Garderobier gab es auch. Lass mich einfach wissen, wann und wo, dann können wir beginnen. Es ist schön, dass wir die Art Beziehung haben, wo ich mit solchen Sachen zu dir kommen kann und es keine bösen Blicke gibt. Mit Strange könntest du hierüber nicht sprechen? Er weiß, was er tut, aber würde ich ihn bitten, mich zu unterrichten, würde es kein Ende nehmen. Der Mann hört sich liebend gern reden, besonders wenn er Beschwörungen murmelt. Falls es dir nichts ausmacht, können wir diesen Unterricht für uns behalten? Keine Sorge, ich werde unser Geheimnis mit ins Grab nehmen. Und darüber hinaus. Das ist die Art Verbindlichkeit, die ich liebe. Ich wusste, ich mag dich nicht ohne Grund. Nun gut, ich glaube, ich habe die perfekte Lektüre für deine erste Aufgabe. Da steht ein Buch oben in diesem Regal. Occulta Pericula Amet. Mein Latein ist etwas eingerostet. Heißt das gefährliche magische Geheimnisse? Die alten Zauberer waren gern direkt mit ihren Buchtiteln. Wie auch immer. Mach dir Notizen und später unterhalten wir uns. Schon im Nick, Kollege. Guter Kampf. Alles nach Plan. Deine Freunde in die Schlacht zu schicken ist nicht leicht. Aber wir wissen alle, wieso wir hier. Danke, Hunter. Bereit für die Arbeit? Gut, ich hatte gehofft, etwas tun zu können. Nach der Lektüre werde ich... Such dir dein Ziel aus, Hunter. Klingt gar nicht so schlecht. Bis dann. Der Südwesten. Da. Die Hydra-Bewegung erhebt sich in Osteuropa. Siehst du etwa... Heilige! Eine Störung in der Macht? So heilig kommt mir das nicht vor. Eher das Gegenteil. Oh,
Aufwachen, Junge. Wenn du das hörst, hier. Es ist Zeit für einen kleinen Plausch. Von Ghost Rider zu Ghost Rider. Ich höre. Persönlich. Hier, in Mesa. Bring deine Boxencrew mit. Die will ich auch brauchen. Und vermassel es nicht. Blaze fühlt sich bestimmt mies, weil er vorhin so fies zu mir war. Ich glaube nicht, dass Blaze irgendetwas fühlt. Meinst du, Blaze will sich... Wie meinst du das? Da stimmt was nicht mit dem Limbo. Mehr Seelenlose? Ein paar Details mehr wären klasse. Mehr Details habe ich nicht, tut mir leid. Aber keine Sorge. Ich bleibe hier und finde heraus, was los ist. Bitte tu das. Und wenn du das nächste Mal irgendeine Gefahr beim Limbo spürst, red erst mit mir. Okay, Boomer. Was hast du da gesagt? Sag dem Team einfach, dass ich auf sie aufpasse. Hör Blaze an, aber sag nichts zu. Und vor allem, hol dir diese Seite. Schau mir nicht so an, Rox. Zeit, dass die Geschichte endet. Auf die eine oder andere Weise. Ghost Rider zu Ghost Rider. Wie du es wolltest. Und deine Crew. Gut. Ich habe einen Plan. Willst du deine fiese Mutti stoppen? Dann halt dich an mich. Und halt deine Klappe. Für wen bei den 10 Höllen hältst du dich? 10? Ich bin der mit der Lösung für dein Prophezeiungsproblem. Alter! Also, alles gut? Hunter ja nicht ohne Leine herumlaufen lassen, richtig? Er lässt dich in guten Händen. Nun, nicht gut. Du verstehst schon. Okay, ich kapier's. Wobei, doch nicht. Was machen wir? Das ist eindeutig Hunters Handschrift. Je weiter Hunter von der Mitternachtssonne weg ist, desto besser. Und viel weiter als hier geht nicht. Also, was? Einfach in die verdammte Hölle schicken zum Teufel? Limbo zu Mephisto. Da ist ein Unterschied. Dir ist bewusst, dass ich alles hören kann. Der Bastard will Cthon nicht so sehr zurück wie wir. Verlass dich drauf. Feigling, ihr beiden verdient einander. Hass mich dafür später so viel du willst, Junior. Aber das ist der einzige Weg. Mit dir gehe ich nirgendwo hin. Er hat recht, Johnny. Unsere Abmachung galt für dich. Werd jetzt bloß nicht frech. Oh, ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er ankommt. Aber zuerst einmal schauen wir, ob du all den Aufwand wert bist. Eine kleine Zerstreuung macht dir nichts. Ich verspreche, es ist nicht schlimmer als das, was Lilith für dich geplant hat. Doch hier sind wir. Hier bist du. Kind der Blood.
immer zu feige, sich mir selbst zu stellen. Deine Zeit wird kommen. Doch heute interessiert mich anderes. Allmählich erinnere ich mich an alles. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Keine Gnade für Liliths Diener. Deine Mutter verlässt dich. Du wurdest gerettet. Ich bin beeindruckt. Es ist Zeit. Spüre den Schmerz deiner Opfer. Wir werden die Feuer der Hölle mit deiner Seele schüren. Macht euch bereit. Wollen sich wirklich bei mir unbeliebt machen. Keine Gnade. Es mag wie die Hölle aussehen, aber traue deinen Augen nicht.
So gut wie erledigt. Deine Seele ist eine offene Hunter. Die Macht des Lichts. Meinen Ruf. Ein paar für uns übrig. Wir sind noch nicht durch hier mit. Ich bin im Laufe der Zeit allen möglichen ungewöhnlichen Wesen begegnet. Doch du, Hunterchen, ist etwas wahrlich Einzigartiges. Deine große Existenz verstößt gegen die Regeln. Deine Worte sind bedeutungslos für mich, Dämon. Mit der Zeit wirst auch du mich verstehen. Das tun sie alle. Hast du was schon mal gesehen? Vor Jahren. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Wieder fallen Liliths Diener. Spirit of Vengeance!
Lass ein paar für uns übrig. Ich bin beeindruckt, auch wenn ich schon gehört habe, dass ihr Lilith da oben Probleme macht. Du hast noch gar nichts gesehen. Ich danke dir. Bleib auf der Hut. Deine Taten erschüttern bereits das ganze Multiversum, Hunter. Deine Mutter wird so stolz sein. Und ich fange gerade erst an. Gut. Ich auch. Du vergisst, du bist nicht Herrscher des Limbo. Ich herrsche. Iliana, schön gemacht. Du warst schon immer so begabt. Deshalb hast du mich also meinen Eltern geraubt. Mich zu einer lebenden Waffe gemacht, bis ich dich aus diesem Reich banne? Ich meine, ja. Das kommt mir langsam bekannt vor. Ich habe Blazes Portal wieder geöffnet. Und noch ein paar andere. Geht jetzt. Mephisto und ich wollen noch etwas plaudern. Ha. Eine kleine Unannehmlichkeit. Ich hätte dich verloren. Es freut mich. Die Seite. Er hat die Seite. Hol sie mir! Vom Regen in die Traufe. Hoffentlich könnt ihr noch kämpfen. Ich werde es nie schaffen, schon zu beschützen. Lassen wir uns ein. Lasst uns.
uns das zu Ende bringen. Du hattest deine Chance zu entkommen. Geh zurück zu deiner Mutter. Mal sehen, ob Sie darauf eine Antwort haben. Die Dunkelheit ist verlockend. Unterwirf dich! Noch mehr Töchter von Lilith. Wie viele wird sie in die Hölle verdammen? Meine Mutter wird all ihre Kinder opfern, um ihre Ziele zu erreichen. Traurig. Niemand wird verschont. Verdienen sind verdammt! Ich hab sowas schon mal gesehen. Sie gehen denselben Weg. Stärke unmöglich das Wasser reichen. Dein Schicksal ist besiegelt. Größe ist nicht immer gleich. Nach all dem habt ihr euch eine Pause verdient.
Ich spüre, wie sich die Seite in mir windet. Wisst ihr? Was, wenn ich... Du bist nicht Blaze, Robbie. Aber ich hab dich zu ihm geführt. Ihm direkt in die Hand gespielt. Wäre Jana nicht da gewesen? Aber ich war da, Robbie. So wie du immer für mich. Gehen wir nach Hause. Ich finde ihn. Blaze. Und dann... Sieht er das wahre Gesicht der Rache? Hat versucht, uns zu verkaufen. Und wir vertrauen ihm trotzdem weiterhin.